jetzt von der Stadt? Ins Schwarze Café. Ins Schwarze Café. Es hat jetzt eine Stunde gedauert vom Hof von deiner Freundin Sandra, wieder hierher zu kommen. Ja. Wir waren aber auch wirklich richtig weit draußen. Ja. Wo hast du mich denn jetzt hierher gebracht? An diesem jetzt sind Ort. Wir im Schwarzen Café in Charlottenburg. Ich wohne nämlich in Charlottenburg. Und das Schwarze Café ist für mich so der erste Ort, mit dem ich wirklich in Berlin in Kontakt gekommen bin, ehrlich gesagt. Und es war so, dass wir feiern waren und meine Freunde, die sich in Berlin ganz gut auskannten, haben mich dann hierher gebracht zum Frühstücken. Aha. Und ich fand das total, ich meine, ich komme aus einer Großstadt, ich komme aus Hamburg, aber trotzdem fand ich das total krass, dass man hier um jede Uhrzeit frühstücken kann. Um jede Uhrzeit kriegt man hier Eier im Glas. Und ein Omelett. Immer. Und ein Omelett, ja. Wir haben das gerade eben bekommen. Genau. Das ist herrlich, auf jeden Fall. Ja, das ist schön. Ne? Ich mag das Café tatsächlich auch sehr gerne. Das letzte Mal, als ich hier war, saßen wir allerdings draußen. Es war warm und ich schätze, wir waren noch etwas betrunken von der Nacht zuvor. Das passiert hier, glaube ich, manchmal. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Mentalität und diese Idee hinter dem Café tatsächlich. Mhm. Morgens das Frühstück irgendwie noch zu kredenzen für die Leute, die eben gerade aus dem Nachtleben kommen. Ja, und wie cool ist das? Weil hier treffen dann so Leute, die morgens aufstehen, zusammen mit denen, die noch nicht mal im Bett waren. Tschüss. Genau, sorry. Schöner dritter Advent, haben wir gerade schon gesagt. Ja, und das finde ich irgendwie total witzig hier. Ja, finde ich auch. Und es ist irgendwie eine gute Atmosphäre. Ja. Es ist tatsächlich, wie du gerade sagtest, in Charlottenburg. Charlottenburg ist ja eine Ecke, wo ich mich ganz, ganz wenig aufhalte. Ja, also das Ding ist so, als ich aus Hamburg weggezogen bin, wollte ich halt auf keinen Fall nach Charlottenburg ziehen. Weil ich immer dachte, so, das ist noch am ehesten wie Hamburg. Weil, also haben mir die Leute gesagt, das ist halt alles immer noch relativ wenig das Berlin ist, was man so kennt. Hattest du Angst vor dem Berlin, vor dem, was man so kennt? Nee, aber ich dachte so vielleicht, also nee, eigentlich gar nicht. Deshalb wollte ich das ja auch gerne. Also ich wollte ja gerne irgendwo hinziehen, wo es so richtig Berlin ist. Okay. Und ich weiß nicht, warum es dann trotzdem Charlottenburg geworden ist. Wahrscheinlich, weil es echt schwierig war, es zu finden. Ich wollte unbedingt in einer WG wohnen und dann habe ich hier halt eine total nette WG gefunden. Und seitdem bin ich irgendwie in Charlottenburg. Aber es ist auch nett. Ich finde auch, dass schön, man in Charlottenburg tatsächlich ganz alteingesessene Institutionen hat, die sich lange, lange halten, so wie eben auch dieses Café. Oder auch, keine Ahnung, wann waren wir letztes Mal? Ich glaube, ich habe in der Paris-Bar gedreht. Ja, auch schön. Ich fühle mich hier auch total wohl. Und man kann ja, wenn man irgendwie mehr haben will, ne, dann fährst du halt nach Friedrichshain oder Prenzlauer Berg oder wo auch immer. Kommst du mir nach Prenzlauer Berg? Ne? Genau, kommst du und dann gucke ich mir das mal an. So. Dann fahre ich wieder drin in meine Charlottenburg. Ja, aber nochmal zurück zum Punkt. Du wolltest ja gerade so ein bisschen auch die beiden Extremas zeigen, ne? Dieses rauskommen aus Berlin und wieder reinkommen nach genau. Berlin. Das hast du sehr gut geschafft. Ich fand es sehr, sehr schön mit dir da gerade eben. Es ist wirklich, wir haben ja gerade auch auf dem Weg zurück, meinten wir so, ne, erstmal, wir sind eine Stunde oder anderthalb da gewesen und man hat den Eindruck, man war wirklich draußen, man hat das Gefühl gehabt, man hat sofort einen anderen Vibe und man fühlt sich irgendwie freier. Ist wie so ein kleiner Kurzurlaub, finde ich. Ist es, ne? Ja. Wie oft machst du das ungefähr? Ich mache das so einmal die Woche. Also ich fahre, wie gesagt, immer mit meiner Freundin Uta hin und wir lernen das, also sie kann deutlich besser reiten als ich, aber ich lerne das halt gerade so ein bisschen und es macht mir total Spaß. Und meine Managerin auch. Genau. Und einmal die Woche finde ich toll, wenn das klappt, aber ich bin natürlich auch relativ viel unterwegs und dann auch immer mal wieder in Hamburg und dann zum Drehen irgendwo und so, aber ich versuche es einmal die Woche wirklich zu machen. Ist das für dich auch so ein Ausgleich, würdest du sagen, einfach absolut. Zum Schauspiel? Weil man muss ja ehrlich sagen, du bist jetzt seit, weiß ich nicht, 8 Jahren eigentlich durchweg am Drehen, kann man so sagen, ne? Ja, also ich habe das erste Mal gedreht vor 14 Jahren mit 10. Wahnsinn. Ja. Würdest du sowas machen? Nee, gar keinen Fall. Das könnte ich auch gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie. Also ich wüsste, wie ich es machen würde. Ich wäre ein fleißiges Bienchen. Herr Petersen würde aus seinem Büro kommen und sagen, die Arme, muss hier so viele Unterlagen kopieren, arbeitet aber auch ganz schön hart für ihr Geld. Er würde sich ganz dicht hinter mich stellen. Oh.
Zumindest erzählt man das über mich. Wie kamst du zur Schauspielerei? Ehrlich gesagt, durch die Liebe zum Kino. Meine Eltern sind in der Kinobranche und dadurch bin ich halt da echt total. Die sind Kinobetreiber und dadurch war ich wirklich, seit ich denken kann, bin ich im Kino gewesen. Also immer schon. Ich weiß, dass viele Kinder Angst haben, ins Kino zu gehen. Also wenn die so ganz klein sind, ne, dann sind die immer so, oh, es ist so dunkel und die Leinwand ist so groß und so, und hatten immer so ein bisschen Angst. Auch weiß das von meinen Freunden. Und ich war nie so. Ich habe mich immer wirklich im Schneidersitz vor die Leinwand gesetzt, weil ich das so faszinierend fand. Und dann irgendwann hatte ich die Möglichkeit, zusammen mit meinem kleinen Bruder mal zum Set von den Wilden Kerlen zu gehen. Und das hat mich total beeindruckt, diese ganze Stimmung da am Set. Da durften wir als Komparsen mitmachen und es war total aufregend. Und mich hat das so sofort so gecatcht irgendwie. Ich fand das so toll. Und dann haben mich meine Eltern mal zum öffentlichen Wilde Hühner-Casting eingeladen. Und das war total verrückt. Da gab es 5 Runden. Und in Köln, Berlin, Hamburg, überall. Und ich bin bis in die letzte Runde gekommen und habe es dann nicht bekommen. Aber und da war ich echt total angefixt irgendwie. Dann wurde ich zum Schauspielunterricht angemeldet. Und dann bin ich auch ziemlich schnell in eine Kinderagentur gekommen. Und so ging das irgendwie so los. Und ich habe da echt so meine Liebe und Leidenschaft für entdeckt, das mich auch nicht mehr losgelassen hat. Wahnsinn, also es ist so ein richtig klassischer vom Kinderstar. Star. Naja, aber du hast ja dann relativ schnell große Filme auch gemacht, ne? Was würdest du einem jungen Schauspieler oder jemandem, der sich gerade mit der Branche anfängt, daran zu tasten und da irgendwie ein bisschen die Fühler auszustrecken, was würdest du jemandem wie ihm oder überhaupt jungen Schauspielern mit auf den Weg geben? Also ich finde, man muss es wirklich wollen. Also das sagt sich immer so leicht, weil jeder natürlich dann denkt so, ja, ich will das wirklich. Aber man muss sich einfach wirklich darauf einstellen, dass man wahnsinnig viel einstecken muss. Und dass man wirklich viele Enttäuschungen irgendwie hinnehmen muss. Und ich finde es, also wie gesagt, ich habe mit 10 angefangen und ich habe direkt mit einer Enttäuschung angefangen, nämlich als dieses Wilde Hühner-Ding nicht geklappt hat. Und es ging dann halt auch so weiter und dann kriegst du es wird auch so viel geredet in der Branche, es ist einfach so. Und dann wird dir was versprochen, was am Ende nicht eingehalten wird und so. Und wenn du da wirklich mit Herz dabei bist, dann tut dir das jedes Mal weh. Und man muss eben sich auch darauf einstellen, gerade dass bei so jungen Mädchen und ja, Mädchen, total. Ne? Ich weiß man auch nicht, alles persönlich. Ich weiß auch nicht, ob es gesund ist, sowas mit 10, 12 Jahren schon zu erleben. Ja, weil du denkst ja auch immer, es ist an deine Person gerichtet, was ja gar nicht unbedingt so ist. Aber dann hörst du bist zu groß, zu klein, zu blond, zu dick, zu dünn. Weißt du, das musst du alles irgendwie, damit musst du umgehen können. Und ich glaube, das ist für jeden jungen Schauspieler schwierig, aber man muss sich einfach irgendwie eine dicke Haut zu ein dickes Fell wachsen lassen. Genau. Ein dickes Fell wachsen lassen. So. Genau, aber ich glaube, so, wenn du wirklich weißt, du möchtest das und du weißt, dass dir nichts anderes so viel Spaß machen kann und so eine Leidenschaft irgendwie, für nichts so eine Leidenschaft hast wie dafür, dann muss man das durchziehen. Und dann kann man nur hoffen, dass man irgendwie an ein gutes Management kommt. Und man darf auch wirklich nicht vergessen, dass man immer weiter lernen muss. Jetzt habe ich gerade was erspäht, was natürlich nicht fehlen darf. Ist ja vollkommen klar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Toll, Farina. Ja. Ich würde sagen, das war, das hast du ja sehr schön formuliert. Und das ist ja leider auch wirklich das, was man so oft hört, dass es eben viele, viele Enttäuschungen geben muss, bis man dann irgendwann. Aber darüber redet halt keiner, ne? Das muss man echt mal so sagen. So, viele labern halt und sagen, nee, alles geil, alles super. Und du siehst natürlich auch immer nur die Leute, bei denen es funktioniert hat. Ja. Und dann siehst du gerade auf Instagram und Facebook, du siehst immer, wie toll alles ist und diese Glamour-Welt und da ein roter Teppich und da ein Casting und da ein Dreh. Aber alles andere zeigst du halt einfach nicht, ne? Und daran müsste ich auch mal damit anfangen, einfach zu sagen, so, Mann, Leute, wieder ein Casting nicht geklappt oder so. Weil damit eigentlich schon, ja, damit die Leute auch mal die Realität sehen. Weil so, ne, ist es halt meistens, weil leider. Weil es ist genau das, was man eben zeigt, ist natürlich nur das Geile. Genau. Und alles, was man nicht zeigt, ist im Zweifel auch nicht geil. Genau, aber so ist es leider. Also der Alltag ist ja einfach, meistens ist er zu 80% sehr unglamourös und nervig und traurig. Naja, traurig. Ich sag mal so, ja, wahrscheinlich. Es gibt auf jeden Fall Momente, die geiler sein könnte. Aber unterm Strich meckern wir natürlich auf sehr, sehr hohem Niveau. Auf jeden sowieso. Fall, ja. Aber das stimmt schon. Ich glaube, man muss sich ein bisschen mehr zur Realität wieder bekennen. So ist es, ja. Und wenn man es dann trotzdem machen will, dann soll man es machen und dann wird es auch was. Deswegen fand ich es sehr schön, dass wir heute so realistisch und so echt auf dem Bauernhof waren. Oder? Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also mir hat es wirklich großen Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen was überwunden. Genau, und ich bin auch sehr stolz auf dich. Danke. Und keine Allergie gehabt. Also wirklich, es ging wirklich, wirklich gut. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr förderlich, nicht nur fürs Herz, sondern auch für den Kopf,
den immer mal wieder freizumachen, rauszukommen und sich aus diesem ganzen Tohuwabohu dieser wahnsinnigen Stadt, und Berlin ist ja auch irgendwie eine wahnsinnige Stadt, mega, ja, bunt und spannend und laut und alles, ja, aber, und viel. Und viel. Ja. Aber ich glaube, es ist auch manchmal ganz schön, sich davon so ein bisschen zu befreien. Finde ich auch total wichtig. Insofern bedanke ich mich sehr herzlich. Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Das finde ich auch. Und ich hoffe, ich kann mal wieder mit Snoopy reiten. Ja, unbedingt. Komm mit. Ich nehme dich immer mit. Bitte. Das, das hoffe ich sehr. Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Hilfe.